Das Thema von heute Morgen, ein Leben am Stock. Wer möchte das gern? Leben am Stock. Die Frage ist, sollen wir Christen am Stock gehen? Und manchmal ist es ja fast so, dass wir ein bisschen am Stock gehen. Vielleicht hat unser Christsein dynamisch und voller Kraft angefangen und irgendwie fühlen wir uns manchmal doch ziemlich entgebiert und haben den Eindruck, wir gehen ziemlich am Stock. Aber es geht mir nicht um den Stock, sondern es geht um den Stock. Natürlich, ein Leben am Stock, am Weinstock. Und das Thema darum, in Jesus Christus bleiben. Und ich glaube, es gibt nichts Wichtigeres. Und ich meine, dass es gibt gar nichts Wichtigeres als diese Botschaft. Und genau in dieser Zeit, in der wir jetzt leben, wo so viele Wirren sind, wo so viele Verunsicherungen sind, wo so viele Meinungsverschiedenheiten sind, ist es ganz wichtig, ungemein wichtig, wieder die Ausrichtung zu haben, was es bedeutet, ein Leben am Stock, am Weinstock zu führen als Christen. In Johannes 15 steht, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen, sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Mehrmals wird das hier wiederholt. In Jesus bleiben, das ist das Thema. Das ist Jesus ganz wichtig. In ihm bleiben. Und hier sind eigentlich drei verschiedene Sachen aufgezählt. Das eine mit drei verschiedenen Aufgaben. Das eine sind wir sind die Reben. Dann ist Jesus, er ist der Weinstock, und zwar der wahre und der einzige wahre Weinstock. Und dann ist Gott Vater, er ist der Weingärtner. Es ist ja gut, wir tun es jetzt gerade im Herbst, wenn so die Weinernte oder in den Rebbergen das losgeht, in den Rebmärkte, die Trauben geerntet werden. Vielleicht hat der ein oder andere, vielleicht ist er sogar in den Ferien, irgendwo in einem Rebberg oder in der Nähe. Und das anzuschauen, das ist wirklich hochinteressant und hat uns sehr viel zu sagen. Und darum wollen wir uns eben aufmachen und in den Rebberg gehen. Und das Erste, was wir sehen hier in diesem Text, wir leben nicht nur für uns selber. Und ich habe das bewusst reingenommen, nicht nur für uns selber. Ein Stück weit lebt jeder Mensch auch für sich selber. Für unsere Familie, für unseren Unterhalt, für all die Sachen, die wir im Alltag haben. Das ist einfach die Natur der Sachen. Wir leben natürlich auch für uns selber, aber eben nicht nur für uns. Der Paulus sagt so, lasst uns essen. Es soll nicht unser Ding sein, unser Motto, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Also lasst uns einfach das Leben auskosten, in vollen Zügen. Denn irgendwann ist es sowieso fertig. Und, also das heisst, jetzt einfach alles aus dem Leben rauspressen. Das soll nicht unsere Haltung sein. Sondern als Christen haben wir eine andere Haltung. Und der Auftrag ist, dass ein Rebe Frucht bringt. Dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbart. Das ist ja immer wieder das Thema, was heisst der Frucht bringen? Das kann uns auch extrem unter Druck setzen. Vor allem, wenn man diese Haltung hat, Frucht bringen, bedeutet einfach nur, dass Menschen durch uns zum Glauben kommen. Und es heisst ja, und das muss man sehen, es heisst nachher in diesem Text hier, jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, schneidet er ab. Und dann gibt es Christen, die sagen, aber ich kann noch niemanden zu Jesus führen. Keine Frucht brauchen. Und dann kommt die Angst auf. Was bedeutet denn das? Ich möchte euch sagen, der Text hier geht erstens mal schon gar nicht um einen Verlust vom Heil.
Es geht um das Thema Frucht bringen, ein Segen sein oder nicht ein Segen sein. Und es geht auch nicht darum, dass Frucht bringen einfach heisst, wie viele Menschen hast du zum Glauben geführt? Erstens mal ist das ein Geschenk, wenn wir das dürfen, ein wunderbares Geschenk. Aber es ist ganz klar, dass unser Wunsch sein soll, auch als Gemeinde und unser Gebetsanliegen soll das sein, dass Menschen Jesus Christus finden, dass sie zur Errettung kommen, dass sie das erkennen, dass das soll unser Wunsch sein, auch als Gemeinde und für uns persönlich und darum, dass wir auch, wenn es Gelegenheit gibt, Jesus auch bekennen. Aber es geht hier nicht darum, Frucht im Sinn von Fruchtertrag, die Vermehrung von Frucht, wie viele Menschen hast du zum Glauben geführt? Sondern Frucht meint hier, wenn wir das lesen, die Herrlichkeit Gottes offenbaren. Wir spiegeln die Herrlichkeit Gottes. Das heisst mit anderen Worten, es sind eben die Früchte vom Heiligen Geist gemeint, die wachsen. Und das ist Freude. Das ist Treue. Das ist Friede. Das ist Sanftmut. Das ist Geduld, das ist Freundlichkeit, Güte, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung, wie es uns in Galater 5, Vers 22 auch gesagt wird. Wir leben nicht nur für uns selber. Wir sollen Frucht bringen, es soll Veränderung passieren. Und wir leben innerhalb von einer Gemeinde. Der Christ soll innerhalb von einer Gemeinde zur Entfaltung kommen. Wir haben ganz unterschiedliche Hintergründe, unterschiedliche Auffassungen, aber auch unterschiedliche Begabungen. Und als Gesamt, im Zusammenspiel miteinander, als Lieb von Jesus, können wir auch dazu beitragen, dass Menschen die Herrlichkeit Gottes erkennen und zum Glauben dürfen finden. Aber damit wir das können, ist es ganz wichtig, dass wir den nächsten Punkt sehen, in Jesus bleiben. Wir leben nicht aus uns selber. Es geht letztendlich um die intakte, und wohlverstanden, eine intakte Verbindung mit Jesus. Nur dann ist Wachstum, nur dann ist Veränderung möglich, nur dann ist gute Frucht möglich, damit uns der Saft nicht ausgeht. Wir können in Predigten sehr wohl darüber reden. Liebe Christen, morgen seid ihr geduldig mit eurem Arbeitskollegen, der schräg tut. Das ist euer Auftrag als Christ. Und dann seid ihr geduldig und dann habt ihr ihn gern. Und wir können lauter solche Parolen rausgeben und sagen, das und das und das, so hat ein Christ zu leben. Und irgendwann ist, explodieren wir uns, es verblosset uns, weil wir das gar nicht können. Wir können es gar nicht. Und das ist der springende Punkt, am Stock zu gehen, am Stock zu bleiben. Damit uns eben der Saft nicht ausgeht. Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht bringen. Ja, das geht ein Zeitli. Ein Zeitli können wir das. Ein Zeitli schaffen wir es. So, jetzt nehme ich mich wirklich zusammen. Jetzt will ich geduldig sein. Aber nicht auf die Länge. Und es kann sein, dass wir plötzlich unausstehlich und sauer werden und versauern. Ja, das ist der Fuß richtiggehend ausgeht. Sie muss am Weinstock bleiben. Und wir merken schon in dieser Ausdrucksweise, hier geht es nicht ums Machen. Frucht machen. Machen, machen, machen. Sondern um bleiben, bleiben, bleiben. Das ist etwas ganz anderes. Und dann setzt der Prozess ein. Dann passiert ein Prozess und der passiert über Zeit. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ja, was heisst denn das, in ihm bleiben? In der intakten Beziehung mit ihm zu bleiben? Das wird hier 7-mal betont. Kraft geht vom Weinstock aus und die Rebe soll mit ihm verbunden sein. Und dann bringt sie viel
viel Frucht, weil sie von ihm durchströmt wird, von diesem Stock aus durchströmt wird. Und ich glaube, das ist das, was wir heute Morgen auch noch werden miteinander feiern, das Abendmahl. Über seine Gnade, über seine Vergebung zu staunen, über seine Geduld, nicht über unsere Geduld. Dass Gott uns bereits kennt hat vor unserer Geburt und er gewusst, wenn wir ihm wieder die kalte Schulter zeigen, er gewusst, wenn wir wieder versagen, dass wir schon wieder 2 Tage lang nicht betet haben oder fast nicht gebetet haben. Und er hat das gewusst. Und er hat nicht gesagt, wach, nein, den hocke ich mal ab. Also das, ist nicht, also das kann nicht ein Jünger von mir sein. Nein, er hat ja gesagt mit allem. Und seine Liebe wird nicht weniger, wird nicht geschwächt, dass er irgendein ist, jetzt ist mir verleidet. Und das Staunen darüber, über seine Geduld, über seine Hingabe, über seine Treue, wenn wir untreu sind, das wiederum, das bewirkt in uns etwas. Nämlich ebenfalls die Liebe, das Staunen über, ja, wie abhängig wir sind von seiner Treue, von seiner Gnade. Es geht hier nicht einfach darum, ja, ein gottloses Leben zu führen. Es geht darum, wie stehen wir in der persönlichen Beziehung mit ihm, das Staunen. Immer wieder auch, gerade zum Beispiel die ersten 3 Kapitel vom Epheserbrief zu lesen, richtig gehen, zu verteufeln, darüber nachzudenken, wie unglaublich, dass wir beschenkt sind in Jesus Christus. Und das soll uns erfüllen. Das ist letztendlich die Triebkraft. Es ist seine Liebe, die Triebkraft ist, damit wir Liebe weitergeben können. Aber damit das gut vorangehen kann, brauchen wir auch immer wieder die nötige Pflege. Wir merken ja das selber auch. Da hakt es immer wieder und wir gehen wirklich immer wieder auch am Stock. Es ist handicapiert, unser geistliches Leben ist auch handicapiert und darum ist eine Pflege sehr wichtig. Damit die Frucht kann sich vermehren, damit es einen Wachstumsprozess gibt. Aber eine Rebe, die Frucht trägt, schneidet er zurück. Was steht da? Aber eine Rebe, die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie, noch mehr Frucht hervorbringt. Das macht ein Weinbauer. Ich habe gute Freunde wir im Malans und die haben für uns während der ganzen Saison die Fotos gemacht und haben uns die ganzen Sachen auch erklärt, wie das eben so vor sich geht. Und dann wird so ein Rebstock beschnitten. Die Ranken, die Schösslinge werden alle weggeschnitten, bis aber auf 2 und höchstens 3 Ranken. Und auch die Ranken werden auf 6 bis 8 Augen höchstens zurückgeschnitten. Also da wird Ratzebutze wird hier geschnitten. Beschnitten. Und jetzt steht hier, oder Jesus hat das gesagt, und das ist festgehalten für uns, auch wenn wir Frucht bringen, wenn wir am Weinstock sind, dann passiert etwas, er schneidet uns zurück. Das ist der sogenannte Pflegeschnitt. Mit dem Ziel, die Vitalität und den Fruchtertrag zu erhalten. Und dann brüllt so eine Rebe. Wir sehen das hier. Ja? Es gibt Tränen, das ist mit Tränen verbunden. Und ich glaube, dass das auch im geistlichen Leben, auch in unserem Leben, in unserem ganz persönlichen Leben so wird sein. Es gibt manchmal Sachen, die verstehen wir nicht und Gott beschnitt uns. Vielleicht werden plötzlich unsere Zukunftspläne einfach durcheinander gebracht. Die erhoffte Lehrstelle habe ich nicht bekommen, wo ich so darauf gehofft habe. Und dann kommt einfach eine Absage. Oder eine Kündigung. Aus heiter Hau im Himmel eine Kündigung. Wie soll es weitergehen? Und dann ist so ein Schnitt, check. Oder ein lieber Mensch, den wir haben müssen von ihm Abschied nehmen. Eine Freundschaft, die in Brüche geht, die wir uns ganz anders vorgestellt haben. Ein Loslösungsprozess, der basiert
und wir merken, das tut weh. Wenn Gott uns von bestimmten Sachen löst, vielleicht weil sie uns schon fast zum Götzen geworden. Der Johannes sagt so, plötzlich sind von ihm, der Johannes vom Täufer, rede ich, sind von ihm Jünger übergelaufen zu Jesus. Noch dies noch, und sie sind weniger geworden. Und das hat, erstens mal, das hat weh da. Und dann ist er ja dann noch ins Gefängnis gekommen. Und er hatte schon seine Zweifel auch gehabt, ob Jesus überhaupt der Richtige ist und ob auch sein Dienst etwas Sinnvolles war. Auf jeden Fall gibt Gott ihm dort hier aufs Herz, ich muss abnehmen, ich muss beschnitten werden, er muss zunehmen. Es geht um ihn, es geht um einen Weinstock, es geht ums Zentrale, es geht nicht um uns, es geht um an ihm zu bleiben. Er ist der wahre Weinstock. Das ist nicht irgendeine Institution, FEG, oder was weiß ich, was Ausführungen gibt, ICF. Das ist nicht der Weinstock und das ist nicht der Pastor sowieso und das ist auch nicht der Pastor Hannes Aschlimann, der Weinstock ist. Es ist Jesus Christus, der Weinstock ist. Und hier wird ganz klar gesagt, an ihm sollen wir bleiben. Das ist das Zentrale, das Wichtige. Und dann passiert das Zurückstutzen. Und wenn wir hier das Bild anschauen, auf der dieser Seite hier sehen wir Wildwuchs. Wir können ja sagen, ja, lassen wir es mal geschehen und dann kommt jetzt viel Füllfrucht. Und das hier ist der beschnittene Rebberg. Und der sieht schon ganz anders aus. Da ist nicht mehr viel vorhanden. Aber das ist wichtig, der Pflegeschnitt. Damit mehr, damit bessere Frucht, der Weingärtner weiß ganz genau, was beschnitten muss werden. Manchmal tut das weh. Das kann aber auch etwas sein, was vielleicht in der Seelsorge muss bekannt werden muss. Das kann auch eine Schuld sein. Und man weiß, das ist etwas, das will ich einfach nicht loslassen. Und Gott sagt doch, ich möchte, dass du es loslässt. Und mit meiner Hilfe kannst du das auch. Und ich möchte das aber auch anwenden für uns als Gemeinde. Und für die Gemeinde, das beschnitten werden. Mir ist das aufgefallen im Laufe meines Dienstjahres. Viele Gemeinden meinen, wenn möglichst viele Zweige, wenn wir die wachsen, dann passiert etwas. Dann ist Leben da. Und dann werden ein Projekt nach dem anderen gegründet, eine Gruppe nach dem anderen wird aus dem Boden gestampft, ein Arbeitszweig nach dem anderen. Und dann gibt es den Strickkreis und Kochgruppen und den Chor und Aktionskreis und da eine Gebetsgruppe und dort eine Gebetsgruppe. Und dann passiert etwas. Dann passiert etwas, wenn man das einfach so mal sein lässt. Dann gibt es Leute, die rufen laut und immer wieder, wer hilft bei uns mit, wer kommt und trägt das mit und jenes mit. Und dann merkt man, da sind nicht genug Kapazitäten da, für das mitzutragen. Ja, aber das geht doch im ICF auch. Und in dieser Gemeinde geht es auch. Und das haben wir doch gesehen. Und man kann das nicht abbrechen auf die örtliche Gemeinde vielleicht, die einfach anders strukturiert ist. Und man meint, es muss so sein. Und dann passiert etwas. Und genau darum passiert der Pflegeschnitt. Damit es nicht viele saure Trübel gibt. Das passiert. Man kann das alles wachsen. Wildwuchs, einfach, man kann es einfach ziehen. Und darum bin ich immer der Überzeugung, auch in der Gemeinde und auch im persönlichen Leben, da ist Fokussieren angesagt. Fokussieren, dass wir nicht einen Wildwuchs haben, dass auch in der Gemeinde alles ist okay und es gibt viele gute Sachen. Eine Rebe, die Frucht trägt, soll manchmal beschnitten werden. Das ist vielleicht unverständlich aus den Augen vielleicht von Gemeindegliedern, dass gewisse Sachen einfach nicht können praktiziert werden, wahrgenommen werden. Aber das hat den Grund. Damit nicht alles versauert, alle Gemeindeglieder versauern, vor allem die Hauptmitarbeiter, die Mitarbeiter, die vielleicht 5, 6 Dienste wahrnehmen und dann werden sie noch dort hergerufen und dort hergerufen. Beschnitten werden. Selbst wenn es Frucht trägt, selbst wenn es eine gute Sache wäre. Wenn Lebenskraft drinnen ist, um das geht es hier.
Etwas weiteres, was zur Pflege benötigt wird, ist das Erziehen von der Schoss durchs Biegen und Anbinden. Wow, das sieht schmerzhaft aus. He? Wie hier der Weingärtner das Äschchen nimmt und biegt und dann nachher anbindet, den Draht, den wir hier sehen. Aber er hat ein Ziel. Er nennt das Ziehen oder Heranziehen von den Schösslingen. Damit sie nicht abbrechen. Es geht hier übrigens nicht um ein Brechen. Das ist etwas anderes. Das kann auch passieren. Das kann auch in der Gemeinde passieren. Das kann unter Frommen passieren. Brechen. Wenn es nicht passt, wird es passend gemacht. He? Check. Das ist hier nicht gemeint. Sondern biegen und anbinden. Der Paulus sagt zum Timotheus, sieh Auftrag du, aber bleibe bei dem, was du gelernt hast. Denn das Heilsame, der Paulus redet ja dort hier mehrmals, nicht an jeder Stelle, wo er das erwähnt, aber grundsätzlich geht es ihm, das ist das heilsame Wort Gottes, zeigt dir den Weg zum erfüllten Leben. Und dann sieht er, wie Garten schlussendlich ein Wingert so aus, wie wir es hier auf diesem Bild sehen. Die Ranken sind angebunden. Wenn der Sturm kommt, werden sie nicht abgeknickt. Das ist ja das Ziel. Sie haben ihre Richtung, die sie überkommen. Und in Epheserbrief sagt der Paulus, dass sie verschiedene Gabenträger und einiges sind Apostel, Propheten, Prediger, Hirten. Und ihre Aufgabe ist, Gemeinde auf den Dienst vorzubereiten und stärken, damit sie nicht umhertrieben wird, wie ein Blatt im Wind. Damit sie zugerüstet wird und damit sie hinwachsen zu Jesus Christus. Ausrichten auf ihn, das soll das Ziel sein. Und nicht ausrichten auf einen Pastor oder auf eine Institution, sondern ausrichten auf Jesus Christus. Und das passiert durch das heilsame Wort Gottes. Und noch etwas weiteres ist wichtig im Weingarten. Das ist gerade vor kurzem, hat man das gemacht, hat das die Weingärtner gemacht. Heute wird das mit Maschinen gemacht. Früher hat man das eben von Hand gemacht, zu entlauben. Blätter reduzieren. Nicht alle Blätter werden weggenommen, aber zu entlauben, damit die Sonneneinstrahlung nachher auf die Trauben besser geschehen und sie können gut herreifen, damit der Zuckergehalt eben zunimmt und damit es dann einen edlen Tropfen gibt, einen guten Tropfen. Und das ist eigentlich etwas Ähnliches. Manchmal bilden wir uns extrem viel ein auf unser Blätterwerk. Und dann ist entlaubt. Hier sehen wir so einen Weingarten, wie er entlaubt ist. Das Blätterwerk kann sein, dass wir uns darauf verlassen, auf unser Können, auf unsere Frömmigkeit, auf unseren Intellekt, auf unseren Einfluss und wie viele einflussreiche Leute haben wir in der Gemeinde. Welchen Einfluss haben wir persönlich? Der Reichtum und die Räumlichkeiten und was geben wir nach außen ab, auch in den Formen? Und der Mose war so einer und von ihm steht im Wort Gottes, er war mächtig in Wort und Tat mit 40 in der vollen Kraft seines Alters und von seiner Ausbildung, von seinem Intellekt und von seiner Stellung. Hat es keinen besseren geben können, der dem Volk Israel zu Hilfe kommen konnte. Keinen besseren als der Mose. Und er ist 40 Jahre lang entlaubt worden, weil mit dem Blätterwerk, wo er sich darauf verloren hat, ist er nicht durchgekommen. Dann ist er entlaubt worden und wo ihn Gott mit 80 gerufen hat, hat er eigentlich nicht mehr daran gedacht, dass er noch Chancen hat, irgendetwas zu bewirken. Und Gott sagt, nein, jetzt ist es gut. Jetzt. Das ist das Entlauben. Oder der Gideon mit seinem Heer, wie er aber reduziert ist, wurde auf 300. Gott nimmt nicht alles weg. Gott will uns sowieso nichts wegnehmen. Gott will es stark machen. Gott will es gut machen. Das sind so die Prozesse, die es zu machen gilt. Manchmal tun wir uns extrem viel auf uns und auf unsere Möglichkeiten verlassen.
Noch etwas ist im Rebberg wichtig, wo der Weinbauer, der Winzer, muss darauf achten. Er hat wie jeder Bauer, und wir haben hier einige Bauern, natürlich ganz genau darauf achten. Das gilt ja nicht nur für einen Rebberg, sondern generell, ob sie jetzt im Äpfelbäumen sind oder so. Wenn ein bisschen scharf ist, dann muss man schauen, dann muss man das Auge getroffen haben. Das hat für die ganze Ernte und vielleicht für nachkommende Ernte eine Auswirkung. Und ein Winzer, ein Weinbauer achtet auf gefährliche Schädlinge, auf Vogelfraß. Und das ist genau so auch in einem Rebberg. Da gibt es Mautau. Da gibt es Pflanzensauger, die letztendlich das Wachstum hemmen und womöglich verhindern und nachher dazu führen, dass, oder der Sauerwurm zum Beispiel, dass Fäulnis eintritt von den Reben. Und er muss genau darauf schauen. Und das ist auch, das macht die Bibel keinen Hehl daraus, das ist genau in unserem Leben auch so. Fäulnis im Sinn von Nachlässigkeit. Oder vielleicht von, dass wir Nörgler werden und ewige Meckerer, Motzer werden. Weil wir plötzlich irgendwie wie innerlich verbittern. Dass man das erkennt, dass man das wahrnimmt, dass das angegangen werden kann. Oder Unversöhnlichkeit, oder Haarspaltereien, oder Mutlosigkeit. Da gibt es ganz diverse Sachen, die dazu führen, dass es plötzlich im Rebberg so aussieht. Und das so wollen wir es doch nicht. Auch hier wieder lassen wir den Paulus zu Wort kommen, wo Timotheus schreibt: Ich bitte dich eindringlich, sagt er, ich bitte dich eindringlich, verkünde das Wort Gottes. Und damit meint er eben die heilsame Lehre, die zusammenhängende Lehre. Das ist das Problem von der Einseitigkeit. Der Weingarten soll geschützt sein. Und der Weingärtner muss Acht haben auf all die Gefahren, die in seinem Weingarten sind. Denn es kommt eine Zeit, und ich bin überzeugt, dass wir momentan wie fast nie zuvor, das muss ich einfach auch mal gerade gesagt und bewusst sein, wie nie zuvor da drinnen stehen. Denn es kommt eine Zeit, da werden die Menschen der gesunden Lehre des Evangeliums kein Gehör mehr schenken. Stattdessen werden sie sich Lehrer aussuchen, die ihren eigenen Vorstellungen entsprechen und die ihnen das sagen, was sie hören möchten. YouTube lässt grüßen. Und das ist noch nie gesehen wie jetzt. Und jeder nach seinem Gusto, was er empfindet, und wir sind unterschiedliche Typen. Vom Charakter sind wir unterschiedlich, von der Empfindung und von den Vorstellungen und von unseren Ansichten über Corona, über Impfen oder Nicht-Impfen, sind wir total unterschiedlicher Meinung. Ganz ehrlich, ich kann es nicht verstehen, ich kann es auch nicht mehr hören, dass wir Christen, dass sich die Weltköpfe einschlägt darüber, okay. Aber dass Christen sich auch noch darin müssen, ihren Hauptzweig haben, das verstehe ich nicht. Aber ich kann sich das reinziehen, was einem das eigene Gusto, das eigene Empfinden sagt. Sich das aussuchen, den Lehrer. Aber nochmal, was hat Jesus gesagt? Ich bin der wahre Weinstock. Nicht der YouTube-Pastor sowieso ist es. Oder die und die Gemeinde ist es, der Weinstock. Sondern Jesus sagt, ich bin's. Und es ist die heilsame Lehre. Wir stehen in der Gefahr innen immer wieder. Auf verschiedene Art und Weise. Ich sage, es gibt so die ganz grossen Irrlehren. Zum Beispiel, dass wir das Wort Gottes, dass wir sehr liberal nehmen, überliberal, alles ist offen, alles ist erlaubt. Oder dass wir gesetzlich werden. Das musst, damit du das Heil überkommst und damit Jesus dich noch gern hat und du lebst in völliger Angst oder eben, das ist dir sowieso alles erlaubt. Und du findest auf beiden Seiten findest du jede Menge Redner und gute, befähigte Redner, die dir das bestätigen. Und je nachdem, wie du es empfindest, ziehst du das rein. Und das macht dich einseitiger und einseitiger und einseitiger.
Oder die ganz grosse Irrlehre, Gott tut heute kein Wunder mehr und er heilt keine Krankheiten mehr. Wir sind halt jetzt einfach in der Endzeit, da passiert nichts, du musst gar nicht mehr erwarten. Und dann ist eine resignierte Gemeinde Jesu vorhanden. Und das andere Extrem, es wird eigentlich nur darin bestätigt, dass Zeichen und Wunder und ekstatische Erlebnisse und Krankenheilungen passieren. Nur dann. Dann leset mal den Christen, allen möchte ich sagen, dann leset so die Lehre, die ausgewogene, die heilsame Lehre. Zum Beispiel schon nur Hebräer 11. Da sind Leute gesehen, ja, die haben mit Gottes Kraft Siege errungen. Und dann hat Gott den Leuten die Mühler verschlossen, wo sie in die Leuengrube geworfen sind worden. Dann hat er sie rausgerettet aus einem Feuerofen. Aber dann steht dort hier, aber andere sind gemartert worden. Andere sind gestorben. Und dann muss man das Gesamte sehen. Und dann merkt man, das ist nicht einfach so oder es ist nicht einfach so. Und dann kommt einem das vielleicht ungerecht vor. Auch mit dem muss man wieder klarkommen. Aber das ist heilsame Lehre. Und zu lernen, die Autorität Gottes zu anerkennen. Und es geht um etwas viel mehr, viel Größeres. Gott hat einen viel höheren Plan. Entsteht dort hier noch etwas anderes? Solche, die sich von ihren Leidenschaften, wir können auch sagen, von ihren Emotionen, treiben sie, werden die Ohren vor der Wahrheit verschließen und sich lieber Legenden und Spekulationen zuwenden. Ganz ehrlich, sind wir nicht genau da drin? Lieber Spekulationen, eben das immer Neue, das Neue suchen. Immer wieder das Neue suchen. Immerzu wollen sie etwas Neues hören und sind doch unfähig, die Wahrheit zu erkennen. Wir leben in einer Zeit, wo eigentlich das geht. Was gibt es Neues? Die neue Reformation? Kabbala? Und dann kann ich x Sachen und ich werde manchmal fast zugeschüttet mit wieder Videos und Sachen, was alles wieder Neues gibt. Und das wird euch auch so gehen. Und nochmals, was ist eine gesunde Gemeinde? Bleibt in mir. Ich bin der wahre Weinstock. Bleibt nicht bei der Einseitigkeit von eurem Lieblings-YouTube-Redner. Das ist nicht der wahre Weinstock. Und ich bin es auch nicht. Und der Jonathan auch nicht. Und der David vorher auch nicht. Und dafür gehe ich sie auch nicht. Jesus Christus ist es. Und auf ihn sollen wir ausgerichtet sein. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht ohne mich. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Ein guter Weinberg, eine gute Gemeinde. Und das wollen wir sein. Wir wollen eine gute Rebe sein. Ich möchte eine gute Rebe sein. Und ich wünsche mir für uns als Gemeinde, dass wir eine gute Gemeinde bleiben. Es ist eine gute Gemeinde. Nicht falsch verstehen. Und das sind wir, wenn wir fest am Weinstock in Jesus Christus bleiben. Wenn wir uns reinigen, auch wenn das manchmal schmerzhaft ist, wenn wir uns fokussieren, wenn wir uns anbinden an die gesunde Lehre vom Wort Gottes, und zwar die ausgewogene Lehre, nicht einseitige Lehre, nur sozusagen das Zuckerli, die schwarzdruckten Luther-Versen, oder? Und wenn wir uns von der Gnade Gottes erleuchten und durchdringen, von der Kraft Gottes, die von diesem Weinstock ausgeht, dann werden wir eine Gemeinde, die gefüllt ist von einem edlen Tropfen. Und dann kann ich sagen, Prosit Emmental. Prosit Emmental. Herr Jesus Christus, wir danken dir einfach für das Gleichnis, das du uns gegeben hast. Und danke, dass du zu uns redest und dass wir dürfen an dir bleiben. Und dass der himmlische Vater uns auch reinigen und erzieht, ziehe her zu dir. Danke für dein Wort und danke einfach auch, dass wir dürfen mit dir verbunden bleiben, weil deine Treue zählt. Es ist nicht unsere Treue, die zählt, sondern es ist deine Treue. Amen.